Ja, liebe Leute, willkommen zurück zum weiteren Part von Let's Play Pokémon Platin. Es ist an der Zeit, hier von Blitzach mit dem Schiff in neue Umgebungen zu reisen. Genau gesagt auf die eine Insel. Er sagt schon, die Duellzone. Da fahren wir hin. Ach, und Cynthia ist auch hier. Der ehemalige Champ von Sinnoh. Ich hatte mir gedacht, dass du kommst. Zum Glück habe ich gewartet. Es ist doch wunderbar, dass unsere Welt in ständigem Wandel begriffen ist. Natürlich möchte ich nicht, dass sie sich nur nach den Wünschen einer einzigen Person gestaltet. Nach den Wünschen von Cyrus, das möchte wirklich keiner. Ich sehne mich nach einer Welt, in der die Pokémon und die Menschen mit und füreinander glücklich sind. Wäre es nicht schön, in einer Welt zu leben, in der alle lächeln können? Die Welt wäre so viel schöner, wenn wir alle aktiv daran mitarbeiteten. Bitte höre nicht damit auf, in die entlegensten Gebiete zu reisen. Höre nicht damit auf, viele Menschen und Pokémon zu treffen. Ich bin den ganzen Weg gekommen, nur um dir dies mitzuteilen. Dein Horizont wird sich ebenfalls erweitern, wenn du das Kampfareal besuchst. Hoffentlich werden sich eines Tages unsere Wege wieder kreuzen. Ich hatte schon Angst, ja, ich will jetzt Revanche für meine Niederlage. Gut, dann reisen wir dahin. Man muss auch wieder sagen, da sieht man eigentlich, dass die Ausdrucksweise sowohl von Cynthia als auch von Cyrus, das hat in gewissen Punkten schon Ähnlichkeiten, aber die Ziele sind halt anders. Oder besser gesagt, es hat sich angehört, dass beide mit der jetzigen Situation unzufrieden werden. Oh hey Nemada, wo warst du so lange? Das macht 100 Millionen Poké-Dollar Strafe. Ach, sehen wir heute mal drüber hinweg. Komm mal mit. Okay, Pokémon Center gibt es hier auf alle Fälle. Und ein Shop auch. Ach, Ignaz und ich glaube Volkner. Ja, Volkner. Nemada, ich wollte dir die Kampfzone, die sich zufällig genau hier befindet. Und dann kamen diese Typen daher. Die schienen auf Streit aus zu sein. Die sagten, dass sie meine Stärke testen wollen und sowas. Als ob ich denen was beweisen müsste. Also los, bilden wir ein Team. Wie damals an der Speersäule. Zeigen wir denen, dass wir unschlagbar sind. Lol, wir müssen gegen Ignaz und Volkner kämpfen. Da werden einer der Top 4 und ein Arenaleiter. Das schaffen wir. Die Luft ist am Brodeln, man hört sie vor Spannung gerade zu knistern. Ignaz, Meister aller Feuer-Pokémon, wird euch auf Herz und Nieren prüfen. Zeigt Ignaz, wie heiß das Blut ist, das in euren Adern pulsiert. Ich weiß nicht, wie ich mich in dieser Situation manövriert habe, aber zeig mal, was du in der Pokémon-Liga gelernt hast. Gelernt ist gut, da steht der Champ vor dir, Junge. Du kriegst jetzt aufs Maul. Luxtra und... Hundemon. Wen habe ich überhaupt als erstes? Nein, ich habe Kinoso. Und ich bin nicht geheilt. Ja. Das ist jetzt nicht gut. Ja gut, dann würde ich mal behaupten, Egelsamen einfach mal. Und zwar auf, wer ist stärker? Luxtra, I don't know. Matschbombe. Ja gut, okay. So weit kommt es gar nicht mehr. Warum weiß ich das aber auch nicht vorher? Ja gut, ich hätte Nein drücken können, aber trotzdem. So, Nahkampf wird hoffentlich Hundemon rausnehmen. Oder zumindest gut Damage, ne? Ne, er geht sogar drauf. Staraptor, du hättest ruhig das Feuer machen können. Na, dann wäre ich jetzt noch am Leben. Donnerzahn. Und ich glaube, das könnte sogar Staraptor rausnehmen. Im Endeffekt kann es sein, dass nur mal Luxtra steht. Nach der ersten Runde. Es ist halt echt so. Alter, nein. Ja, ich gehe mal auf Gastrodon. Anders kriege ich Luxtra nicht down. Oh, sein Manfaxo hat sich entwickelt. Flamara. Ich meine, oder ist es klüger, wieder auf Ding zu setzen? Weil er kann mir eigentlich eh keinen Schaden machen, wirklich. Ich glaube, wir machen es erstmal, dass wir Flamara auch attackieren. Was? LOL! Das ist ja mal eine geile Taktik. Er hat Feuerzahn auf sein Ding angewandt. Auf seinen Kollegen, der Feuerfänger hat. Dadurch werden seine Feuerattacken stärker. Ah ja. Das ist schon auf einer gewissen Art und Weise aber auch frech. Aber gut auch. Okay, und Luxtra selbst ist paralysiert, okay. Allerdings mit Relaxo hier jetzt drauf gehen. Achso, nee, Blödsinn, das schwächt ja seinen Angriff. Hitze-Koller. Hitze,
So, schauen wir mal, was Schaufler abzieht. Ah, fast ein One-Hit. Relax das jetzt der Erholung an. Ja gut, das ist aber Stand jetzt gar nicht mal so verkehrt, was hier gerade passiert. Ich meine, eine Sache gibt es ja auch... Ja gut, Knirsch, okay. Er zieht jetzt auch nicht so viel. Ich hätte Kaskade und Surfer nämlich noch. Also Surfer wird auch meinen eigenen bisschen schaden. Ansonsten Regentanz geht natürlich. Nee, wir nehmen erstmal Flamara raus. Bevor da irgendwas Böses kommt. Zum Beispiel eine Verbrennung. So, was kommt noch? Was habt ihr sonst noch zu bieten? Ja, scheiß auf die Verbrennung. Mag Brand. Gut, dann würde ich sagen, jetzt ist die Zeit gekommen für Regentanz. Oh, der... Ah, okay, er kommt mit Ding, mit... ich weiß schon. Also er wird auf mich gehen. Das heißt, ich muss jetzt sofort wechseln. Oder verzögert das das Ganze? Ich glaube nämlich nicht. Und deswegen, ich will es gar nicht austesten. Ne? Gut, wenn er jetzt mit Pflanze kommt, dann... Ja, ich kann Magnetzone einsetzen, das auf alle Fälle. Das sollte sollte ein Solarstrahl ohne Probleme überstehen. Und falls nicht, dann... Nachher dann sowieso wieder Gastrodon. Ja, tatsächlich, er kommt mit Solarstrahl. Okay, nee, es verzögert es nicht. Kann ja sein, Sonnentag verkürzt von 2 auf 1 Runde, also dass gleich der Angriff kommt. Relax ist aufgewacht, das ist eine Idee. Ja, er... Nein, nicht Erdbeben! Oh. My. Goodness. Er hat mich gekillt. Es wäre geil gewesen. Einer wäre jetzt in Vierfachschwäche verreckt. Mann, du Pflaume. So war das jetzt nicht gewollt. Alter. Ich kann's nicht fassen. Okay, er greift eh nur mit Elektro an. Also ich muss nur das Magbrand jetzt besiegen, dann passt er. Nee, aber da nehme ich jetzt keine Rücksicht. Das kriegst du jetzt zurück. Ja, greif an. Das ist so einfach nicht wahr gerade. Er siehst, zieht eh nicht so viel ab, Kollege. Es kommt auch schon wieder Erdbeben gleich direkt, aber da wollen wir jetzt keine Sorgen machen, weil Gastrodon, der übersteht das jetzt wirklich. Und falls nicht, da werde ich echt aggro. Okay, war doch knapper als erwartet. Was kommt denn jetzt noch als letztes? Irgendein Elektro-Pokémon-Safe-Call. Elevoltec. Joa. Dann würde ich mal sagen, eine bessere Möglichkeit für Top-Genesung als jetzt geht ja fast gar nicht. Weil mein Kollege greift eh wieder mit Erdbeben an. Ich meine, ich kann nicht auf Ding wechseln, auf Drift Zeppeli. Darum gehe ich zwar das Erdbeben, aber im Endeffekt habe ich trotzdem Probleme. Durchbruch. Okay, das heißt, er nimmt das Relaxo gerade raus. Das übersteht kein Durchbruch. Nope.
Also ohne jetzt übrigens Team Kämpfe zu schlecht zu reden. Wenn man natürlich nur ein Trainer jeweils ist, ist das geil. Wenn man mit zwei kämpft. Aber wenn man wirklich 2 versus 2 auch von Trainern her macht, dann kann das schon ätzend sein. Und das beweist der Kampf gerade mehr als nur ein bisschen. Natürlich, die Gegner sind darauf abgestimmt. Also wahrscheinlich wäre es andersrum auch gewesen, dass McBrand vielleicht irgendwas gehabt hätte. Was eventuell... Oh, Feuerschlag. Krank, okay, das Garabon ist weg und das bedeutet, sie jetzt ein 1 gegen 1. Ist auch besser, so kann ich mich konzentrieren. Gut, ist nicht mehr nötig, es ist raus. Alter, diese Taktik alleine gerade, nee, also an dem müssen wir noch arbeiten. Bitte, bitte sag Jan, begleitet mich nicht irgendwo hin. Das wäre dann eine Katastrophe, auf einmal muss ich das ganze Ding mit ihm machen. Hey, jetzt mach hier mal keine heiße Luft, geh lieber aus dem Weg. Haha, was für ein Spaß, wir beide haben den Kürzeren gezogen, aber gegen euch ist das keine Schande. Ich hoffe, dass wir nicht, das war nicht unser letzter Kampf, aber zuerst bringe ich mal unseren Freund hier nach Hause. Siehst du, ich bin doch ganz schön stark geworden, oder? Na, dann gehe ich mal zu Kampf zu... Bums? Wer ist er denn? Hey, was soll das? Kann mir mal jemand sagen... Papa? Ah, sein Vater. Wie, hä? Na, wenn das nicht Jan ist, du bist ja ganz schön groß geworden. Und dem Mann ist auch da, wie lange haben wir uns nicht mehr gesehen? Jan, deine Mutter sagte mir, dass du zur Duellzone unterwegs bist. Ich musste mich regelrecht beeilen, um dich einzuholen. Werdet ihr euch der Herausforderung der Kampfzone denn stellen? Dort gibt es 5 Einrichtungen, die voll und ganz dem Kampf gewidmet sind. Eine jede hat ihre eigenen Regeln, somit hat jeder ihren eigenen Charakter. Ohne Frage müsst ihr für eine jede herausragend sein. Es stimmt mich zwar wirklich froh, dass ihr euch beide so gut geht. Ich werde meinen angestammten Platz im Duellturm wieder einnehmen. Auf eure Herausforderung freue ich mich schon. Okay. Mein Papa ist ein toller Typ, findest du nicht? Also wenn man es ganz genau betrachtet, richtig, ja. Er schließt sich eine Kampfkoryphäe. Er ist der Kampfkoloss. Ich möchte auch mal so toll sein wie mein Papa. Nimada, es ist der Grund, aus dem ich ein Trainer geworden bin. Oh nein, was mache ich nur? Soll ich die Herausforderung antreten oder doch lieber noch trainieren? Na gut, ich habe mich entschieden, ich werde weiter trainieren. Endlich habe ich es hierher geschafft. Da muss ich jetzt nichts überstürzen. Okay. Ich habe euch gerade kämpfen gesehen, nicht schlecht, nicht schlecht. Ihr seid schon etwas Besonderes. Wer einen der Top 4 einfach so schlägt? Oh, ich sollte mich vorstellen, mein Name ist Avenaro. Meist trainiere ich im Überlebensareal oder am Kahlberg. Du solltest dort mal vorbeischauen, dort wirst du noch stärker. An dem Typen kann ich mich sogar, glaube ich, erinnern. Ich glaube, mit dem gab es sogar eine Passage, wo man zu zweit war. Ja, also diese Duellzone, die sieht schon sehr geil aus. Hat so ein bisschen so Urlaubsfeeling, so fast schon. Aber ja, das ist alles andere als Urlaub, das kann ich euch versprechen. Die übertreiben schon ein bisschen. Ich bin stark, meine Pokémon sind stark. Hier bin ich und ich will es jedem beweisen. Ja, dann kämpf gegen mich! Die Kampfzone hat es in sich, genauso wie die Leute sagen. Keiner der Einrichtungen ist ein Zuckerschlecken, das sage ich dir. Die besten Trainer des Landes, nein, die besten Trainer aus der ganzen Welt treten in der Duellzone gegeneinander an. Ich finde das immer lustig, dass man erst Champ werden muss. Das heißt, eigentlich muss ja jeder auch hier Champ mal geworden sein. Kann es mir zwar nicht vorstellen, aber rein theoretisch müsste es ja eigentlich so sein. Es ist aber auch irgendwie ein Gag, einfach du, dass man das vom Blitzer erreicht, von der Wintergeschichte. Kommst du auf einmal in so eine sommerliche Urlaubsgegend. Es ist schon eine besondere Art des Humors. Ja, die Bären bringen mir nichts, ich ernte die trotzdem. Ansonsten, was kann ich hier noch tun? Kann ich hier rein? Ja. Ich weiß nicht, ob der Kollege kämpfen will. Wenn ich irgendwo reise, bin ich schon Wochen vorher total aufgeregt und gespannt, was ich alles sehen werde. Sogar wenn es zu Orten geht, die ich schon kenne. Auch da mache ich mit leuchtenden Augen immer wieder Entdeckungen. Mhm. Ich habe so ein Gefühl, ihr werdet ein Item sein. Hä? Nicht? Okay. Das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt. Und da oben, glaube ich, kann ich noch hin, genau, der ist noch abgesperrt. Da werde ich leider abgehalten.
Sind das so Urlaubshäuser oder ist das jetzt wirklich so ein Dorf? Ich schaue mich da jetzt nämlich erstmal um. Wir konnten den Gipfel des Kraterbergs sogar von hier aus sehen. Die meisten Leute haben gar nichts mitbekommen, was da passiert ist. Ich schon, aber ich weiß nichts wirklich Genaues. Ja, wir haben ein bisschen das Unheil aus der Zerrwelt bekämpft, sagen wir es so. Also nichts Besonderes. Ein Tag wie jeder andere, hätte ich gemeint. Im Leben eines Pokémon-Trainers. Der Typ sieht cool aus. Der Item-Experte, ich bin Meister von die Items. Deine Pokémon, sie tragen Items, ja? Wenn sie besser Items tragen, sie werden auch viel stärker. Ich empfehle gern Items den Pokémon. Willst du Empfehlungen hören? Welche Item ich soll beschreiben? An der Stelle, der spricht wirklich so. Ich verlese mich da jetzt gerade nicht. Okay, Focus Gurt Experten. Okay, Leben Orbt, sagt mir was. Das war, glaube ich... Leben Orbt, aber ich alle Überreste kenne ich auch. Aber es ist mal schön, mehr. Muss ich da irgendwas vielleicht ansprechen, dass er mir dann das gibt? Pokémon kann tragen dieses Item, dann alle Attacken haben 130% Kraft. Aber bedenke, dass bei jeder Attacke Pokémon verlieren 10% von seinem KP. Okay, ne, er gibt mir nichts. Leider. Aber ja, das Leben Orb weiß ich noch, weil das habe ich damals bei Strahlender Diamant angewandt, um das Rematch zu gewinnen. Deswegen, ja, weiß ich das noch ganz gut. Rein aus Interesse, weil da ein Flamly steht. Kriegt man hier vielleicht Starter aus den anderen Gens? Mein Mann war einer der ersten Exzentriker hier in der Duellzone. Nun ja, ich war es auch. Ich habe gerade Elektriker gelesen, Alter. Ja gut, dann sind wir hier, glaube ich, erstmal fertig. Und ich glaube, ab hier fangen jetzt wieder die ganz normalen Kämpfe an. Hier ist schon so der erste Doppelkampf. Wer sind meine ersten beiden? Kinose und Magnetzone. Ja, okay, das geht, glaube ich, sogar. Als Team. Warte mal, Trainer. Wenn du schon im Kampfarena bist, dann lass dir die Kampfzone nicht entgehen. Du hast dort keine Erfahrungspunkte und dein Pokédex wird nicht erweitert. Aber es ist ein Ort, an dem Trainer ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können. Stimmt, weil er es gerade sagt. Hä? Ach, die sperren das ab bezüglich... Ich muss übers Wasser, okay, macht Sinn. Bezüglich der letzten Folge, die war ja eigentlich inhaltstechnisch nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Eigentlich war der letzte komplette Part ein bisschen unnötig. Weil da ist nicht so viel passiert. Wir waren beim Park der Freunde, der allerdings geschlossen hatte. Der Grund ist übrigens der, man muss erstmal vom nationalen Dex... normalerweise sagt man international, wenn es über Generationen übergreifend ist, aber ihr wisst schon, was ich meine. Vom normalen Sinnoh-Dex halt. Muss man jedes einmal gesehen haben. Und dann schaltet sich der frei und dort kann man ein bisschen traden. Also Pokémon aus anderen Versionen. Deswegen, so viel hätte ich dort gar nicht machen können. Willkommen in der Kampfzone. Ist dies dein erster Besuch hier? Na dann hier entlang. Oh, da sehe ich ja eine Kampfkamera. Das ist aber famos. Erst Besucher in der Kampfzone wird die Kampfkamera umsonst aufgerüstet. Dazu bräuchte ich sie für einen kleinen Augenblick. Ach ja, einfach hier öffnen und tick-tack, tick-tack. Na, das hätten wir, bitteschön. Ich habe die ja bis jetzt noch nie verwendet. Ich kann dir auch einen allgemeinen Überblick verschaffen. Kampfzone, Grundregeln... Achso, stimmt, das ist wieder mit diesem Punkt, ne? Nee. Ich hoffe, das reicht, dass ich da jetzt weitergehen darf. Also ich habe jetzt nicht vor, in der Kampfzone zu kämpfen. Oder muss ich? Komm bitte, lass mich vorbei. Nein, hör auf! Ich will da weiter! Muss ich Wallhack anwenden? Nee, Spaß, Leute. Oder ist links frei geworden? Nee, oh nee, die zwingen mich echt dazu, dass ich einmal so einen Kampf mache. Ja gut, dann machen wir es halt. Ja, es gab 5 Bereiche. Boah, das sieht aber richtig gut aus. Schon fast ein bisschen wie so ein kleines Einkaufscenter. Nur mit so relativ vielen Natursegmenten dabei. Das ist schon cool. Was ist denn hier eigentlich alles?
Sah das immer schon so aus? Ich könnte mich nämlich jetzt nicht erinnern. Willkommen in der Kampferkarten. Ich stehe dir in Sachen Multikampf mit Ranotar zur Seite. Bitte beachte, dass diese Art von Herausforderung zwei Trainer braucht. Ach so. Ja gut, nee. Ich glaube, das ist das, was wir gerade draußen gemacht haben. Das sind die verschiedenen Areale wahrscheinlich. Was haben wir hier? Kampfpalast. Kämpfe mit Palastpunkten bestreiten. Wenn ich wüsste, was das jetzt ist, dann wäre es natürlich cool. Hier ist eine Sackgasse. Hier ist auch wieder so ein Raum. Jeden Pokémon eine Chance. Das hört sich ja gut an. So, ich stehe dir bei Einzel- und Doppelkämpfen zur Seite. Beachte bitte, dass diese Kämpfe nur für einen Trainer gedacht sind. Welche Herausforderung möchtest du dich gerne stellen? Ja, ich hätte gesagt, wir machen einfach mal den Einzelkampf. Weil ich muss ja leider scheinbar. So, und ich wähle. Ich wähle Panferno. Achso, das geht ja nach der Reihenfolge. Ne, ne, das machen wir anders. Also, Kinoso zuerst. Dann Panferno. Es kann nicht mehr als ein Pokémon teilnehmen. Ach so! Es kann sogar nur eines teilnehmen. Okay, da muss ich wirklich überlegen, was das Stärkste ist. In dem Fall Magnezone. Der kann viel aushalten. Ne? Hä? Achso, jetzt habe ich B gedrückt. Oh Gott, ey. Lass mich doch einfach teilnehmen. Ich will allgemein weiter dann später. Verwirrung ohne Ende. Da muss ich sogar speichern. Leute, alles nur für den Vorführeffekt. Gut. Wahrscheinlich muss ich sogar 5 Kämpfe oder so überleben. Ich meine, ich könnte auch überlegen, ob ich mich einfach absichtlich besiegen lasse. Wenn jetzt ein Boden-Pokémon kommt, dann lol. Bitte wähle den Pokémon-Typ, gegen den du antreten möchtest. Ach, ich darf sogar einen auswählen. Ja, dann wähle ich Eis. Da ist nämlich Magnezone ein ganz kleiner Vorteil. Auch interessant, dass da jetzt so ein Kind mit einem Pokémon-Kostüm reinkommt. Mit dem Pikachu-Kostüm. Kusila. Was? Das ändert sich nicht vom Level? Ja, dann ist ja easy. Da könnte ich sogar mit gegen Boden antreten. Das ist interesting. Na klar, und es wird auch geheilt komplett, ist ja auch logisch. So, wahrscheinlich ist jetzt aber der Eistyp raus, oder? Nee, der geht sogar weiter. Ja komm, ich mach das jetzt. Ich kämpfe gegen Boden, let's go. Vierer Schwäche Boden habe ich zwar, aber ich mach das jetzt einfach. Kaum Alert. Wow. So, erstmal Magnetflug natürlich für alle Fälle, weil rein angenommen, der setzt jetzt Erdbeben oder irgendeine andere Kacke ein. Schaufler geht natürlich auch, ist klar. Warte mal, ist der schon Boden überhaupt? Wahrscheinlich schon. Deswegen, ich greife da jetzt einfach mit Magnetbombe an. Ist sogar normal effektiv. Und reicht für den One-Hits. Was ist noch schwach gegen meine? Also Elektro hat eigentlich, glaube ich, nur Boden wirklich als Schwäche. Stahl hingegen, da könnte ich noch mit Feuer rechnen. Und mit Kampf natürlich. Deswegen, wir nehmen Feuer auch mal.
Ja, erstmal zwei Kills und jetzt kommt auf einmal so ein älterer Herr. Den nehme ich jetzt einfach mal ernst, weil der kann sicher ein bisschen kranken Kack machen. Aber kommen wirklich nur so Schwache die ganze Zeit. Alter, was ist das denn bitte? Ja, dann war das irgendwas anderes, wo die immer auf Level 50 waren. Ja, wie lange geht das jetzt da? 5 Runden wahrscheinlich. Was haben wir sonst noch alle? Das Hä? Warum ist da eigentlich einmal Fragezeichen? Oder ist das zufällig? Damals war schon bewusst, der Fee-Typ kommt. Nee, also es wird zufällig sein. Gehe ich mal davon aus. Ninja Tom. Das ist jetzt aber mies. Ich werde verarscht hier gerade. Den kann ich ja nicht besiegen. Warte mal, was war der Käfergeist? Ja, scheiße. Der hat Wunderwache. Applaus, 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 Applaus. Ja, Leute, wir haben verloren. Was ist das denn eigentlich? Ich kann den nicht besiegen. Weil ich keine Attacke habe. Ja, logisch, ich kann ja auch nicht wechseln. Ich muss fliehen. Ja, muss ich ja. Sorry, aber was soll ich denn tun? Ich kann den Typen nicht besiegen, außer ich gehe auf Verzweifler. Alter, ist das mies. Hoffentlich bis bald mal wieder. Leckt mich, ich geh nach Hause. Also darf man das gerade offiziell als Betrug sehen? Das ist doch nicht wahr! Ich glaub's nicht. Also ich wurde schon oft jetzt beschissen in Pokémon, aber das ist ja wieder mal Next Level Shit. Die stehen da noch immer. Okay, gut, keine Ahnung, was die dann von mir wollen. Ich will da aber weiter, oder ich darf da gar nicht weiter, kann auch sein. Vielleicht muss ich erst irgendwas anderes machen. Gut, Leute, das heißt, wir haben mal das hier alles gezeigt und ich werde mir mal angucken, wie ich hier weiterkomme. Aber Leute, das mit der Wunderwache gerade. Anzeige raus. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.